Mich plagt bei dieser ganzen Musikmacherei doch immer das Gewissen. Als Musiker, die wir viel auf Tour sind, die wir viel veröffentlichen, ich bin alleine bei über 30 Platten, an denen ich beteiligt bin, hat man immer so ein bisschen den Müllranzen auf. T-Shirts, Vinyls, energieintensive Produktionen. Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht zu dieser Platte, wie kann man das sowas noch verbessern, einfach um nicht so einen großen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. Wir arbeiten zusammen mit Matters of Fact, die wie viele andere Plattenpresswerke auch die Möglichkeit haben, Recycling-Vinyl an die Künstler auszugeben. Man hat ein bisschen höheres Grundrauschen, aber es ist wirklich 95% recyceltes Vinyl, das ist mir sehr wichtig. Das haben wir getan. Wir haben kurze Wege gewählt, das heißt, die Platten werden in Mecklenburg-Vorpommern produziert. Das Cover haben wir bei Rügendruck in Putbus drucken lassen. Zusammen mit Björn Hinze habe ich das dort entwickelt, auf der Basis von Conny, seinen Grafiken, von seinen Zeichnungen. Es ist hier von mir aus 10, 12 Kilometer kurze Wege, ganz wichtige Geschichte. Dann haben wir auch T-Shirts machen lassen. Ich bin nicht so der große Band-T-Shirt-Freund, kann aber die Sehnsucht der Leute danach verstehen. Und als Ausgleich für diese ganzen Dinge, die ich so fabriziere, über das Jahr mit dem Musik machen, habe ich mir dann überlegt, zusammen mit meiner Frau, dass wir ein Landstück besitzen, welches wir kaum nutzen. Das wurde uns mal überlassen von einem älteren Herrn, der noch gesagt hat, wir sollen damit was Gutes tun. Und da haben wir gesagt, okay, dann fangen wir jetzt an. Und so werden wir für jedes T-Shirt, das ich verkaufe, eine Bepflanzung dort vornehmen. Ich halte euch dazu auf dem Laufenden. Es wird dazu im Herbst, das ist eine Pflanzzeit, einen kurzen Beitrag geben, einfach mal zu gucken, wie sind die Sachen, quatscht Friedemann nur oder macht er auch. Ich bemühe mich, den Worten Taten folgen zu lassen.